wir sind heute in meinem Badezimmer, wie ihr wahrscheinlich erkennen könnt. Ich komme nicht gerade, schon einige Stunden her vom CrossFit. Normalerweise gehe ich sofort duschen, aber weil ich dieses Video drehen wollte, aber noch Hunger hatte. Ihr versteht. Deswegen habe ich erstmal was gegessen und jetzt bin ich im Badezimmer und ich wollte mit euch ein Video machen. Denn letzte Woche, als ich auf dem Douglas-Event war, haben sich sehr viele von euch gewünscht, dass ich so ein bisschen mehr zeige, was in der Goodie-Bag drin war. Und ich fand es irgendwie, oder ich möchte ja immer einen Mehrwert für euch schaffen und ich fand es irgendwie langweilig, einfach nur zu zeigen, das und das und das und das. Also habe ich mir so ein paar Hautpflege- und Körperpflegeprodukte rausgesucht. Ich werde euch natürlich nach und nach immer noch die anderen Produkte zeigen, aber ich dachte, so wäre das ganz spannend. Dann könnt ihr gleich sehen, wie so der erste Eindruck ist. Und wir können einfach zusammen so ein bisschen herumexperimentieren. Da sind noch ein paar Produkte dabei, die ich so von Douglas zugesendet bekommen habe. Das ist kein bezahltes Video. Viele hatten sich es nur gewünscht und da ich selber sehr gespannt bin, was die Produkte können, dachte ich, wäre das auf jeden Fall eine coole Idee. Jetzt muss ich auf jeden Fall meine Haare waschen. Die brauchen eine Wäsche. Und erstmal werde ich anfangen, mich abzuschminken. Ich habe aber eigentlich nur noch Mascara drauf. Und ich werde euch auch andere Produkte zeigen, die ich allgemein verwende. Also sicher so eine komplette Routine. Es sind jetzt nicht nur neue Produkte dabei, aber halt hier und da ein bisschen was Neues. Also seht ihr so einen Rundumschlag. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich fange mit dem ersten Produkt an. Das habe ich jetzt auch neu. Das ist die Silky Cleansing Milk von Douglas. Und damit werde ich jetzt erstmal mein Gesicht reinigen. Ich nehme eigentlich immer alle Produkte mit einem Tuch ab. Natürlich frisch gewaschen und verwende ich auch nur einmal. Mascara ist ab und jetzt gehe ich unter die Dusche, Haare waschen, Körper und so weiter. Wir kennen das ja. Mich halten, wie viel ich genommen habe. Aber es war so ein tolles Gefühl. Ja, ich habe ein bisschen überdosiert. Müsst ihr mir nicht sagen. So, ich habe das Gefühl, also ich habe ein Handtuch um, aber ich glaube, ich nehme kurz einen Bademantel. Sieht uns ein bisschen nackt aus. Der muss man in die Wäsche. Kriege ich mal meinen? Der Bademantel von meinem Freund. Der muss mal in die Wäsche. So, das ist, denke ich, um einiges besser. Also die Cleansing Milk hat nicht alles runtergenommen von der Mascara und das Hautgefühl war auch nicht so geschmeidig. Aber ich glaube, ich präferiere einfach allgemein Öle. Das ist, glaube ich, einfach so eine Präferenz von mir. Und jetzt trage ich... Nein, Sekunde. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Hier sind zwei Glam Glow Masken und ich wollte jetzt eine Maske machen. Und ich dachte irgendwie, dass das die silberne wäre, weil ich ja meinte, ich werde die nochmal testen. Okay, dann muss ich den anderes Mal mir nochmal besorgen. Welche nehme ich denn jetzt? Die Super Matte oder die Thirsty Matte? Ich nehme das Super Matte Clearing Treatment. Lasse das ungefähr eine Viertelstunde einwirken. Währenddessen werde ich mir die Haare föhnen und meine Haare glätten und so weiter. Dann bin ich sehr gespannt. Ich erwarte große Wunder, weil so viele schwören ja auf die. Ist halt grau. Die riecht sehr minzig. Okay. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal eine von den Glam Glow Masken hattet. Viel hilft viel, oder?
waschen. Die Maske ist definitiv hart. Hier seht ihr das. Ist halt Schweiß. Ist halt einfach zu heiß hier. 1000 Lichter. Das hat jetzt nicht so gut getrocknet. Aber ich finde hier, Moment. Hier sieht man, ich sehe so verrückt aus. Ich kann gar nicht lachen. Hier sieht man definitiv meine Problemzonen. Die vergrößerten Poren nehme ich jetzt mit meinem Musselintuch ab. Wow, ging mega schnell runterzunehmen. Das ist ein Plus. Ihr kennt das bestimmt, wenn eure Haut so quietscherein aussieht und sich anfühlt. So ist das Gefühl. Also spüre ich durchaus das Clarifying Treatment. Wie gesagt, mit der silbernen Maske berichte ich nochmal. Auf das nächste Produkt freue ich mich fast am allermeisten. Davon habe ich schon so viel Gutes gehört. Von Alpha, das Liquid Gold. A 50-Year Love Affair. Es soll revitalisieren, die Haut straffen und die Formulierung hat Seide, Protein und Licorice. Lakritz. Und wie es hier drauf steht, kann man es für ein intensives Treatment alleine verwenden oder unter dem Serum oder der Feuchtigkeitspflege. Trage ich das mit einem Wattepad auf. Auch viele von euch benutzen das. Das habe ich bei Snaps und so weiter gesehen. Deswegen lasst mich nochmal gerne wissen, weil so viele drauf schwören, was ihr genau toll daran findet. Ich habe auch vorher im Internet gelesen, dass es quasi ein bisschen die Haut erneuert. Sprich, dass man vielleicht auch erst ein paar Pickelchen bekommen kann, aber dann die Haut quasi in neuem Glanze erstrahlt. Ich habe so ein ähnliches Produkt, glaube ich, das ist von Lirac, das High Peel. Und das habe ich nicht so gut vertragen. Danach ist meine Haut wirklich explodiert. Deswegen traue ich mich jetzt dran, aber es tut auf jeden Fall so ein bisschen weh. Also es hat schon so den gleichen Effekt, dass man das Gefühl hat, das brennt so ein bisschen. Aber bei solchen Produkten soll das so sein. Ich schreibe euch definitiv in die Infobox, wie sich meine Haut morgen früh fühlt. Also schaut da vorbei. Auch ein neues Produkt, ein Serum von Detox, das Hydrating Age Serum. Mit Antioxidantien und Hyaluronsäure. Und es ist quasi von dem ganzen Detox-Trend so ein bisschen inspiriert. Ich hatte da auch mit einer Dame gesprochen von Douglas auf dem Event. Das hat sich sehr spannend angehört. Das Hyaluronserum wirkt als Anti-Aging-Bodyguard, reduziert Rötung und verbessert die Ebenheit der Haut. Das ist genau das, was ich möchte. Das wird bestimmt wieder so klebrig auf der Haut sein, so wie es halt mit Hyaluronsäure ist. Gebe das auf die Haut in klopfenden Bewegungen. Neutral im Geruch lässt sich auf jeden Fall schön auftragen, aber typisch Hyaluronsäure, so ein bisschen klebrig. Als Augencreme kein neues Produkt, teste ich schon wirklich lange und bin ein absoluter Fan. Die erste Augencreme, bei der ich wirklich einen Unterschied sehe morgens. Meine Augenpartie wirkt aufgehellt, die Fältchen sind so ein bisschen aufgefüllt. Das ist von Dafin, das Anti-Fatigue Smoothing Eye Gel. Jeden Tag denke ich mir, wow, es wirkt wahre Wunder. Und ihr wisst ja, ich habe Probleme mit meiner faltigen, sind wir ehrlich, Augenpartie. Ein Produkt, was ich aktuell teste, ist von Medipharma Cosmetics, der Wimpernbooster. Ich habe immer Angst gehabt, solche Produkte zu verwenden, weil man hört, die Wimpern wachsen total toll und dann fallen sie aber aus. Hier sind aber andere Inhaltsstoffe drin, da komme ich nochmal in einem anderen Video dazu. Und deswegen teste ich das gerade und dann will ich wirklich über lange Monate das testen, bevor ich euch irgendwas erzähle. Und zu guter Letzt natürlich eine Feuchtigkeitspflege. Wenn ihr Age Rage Collection hier auf YouTube verfolgt, dann wisst ihr, dass sie immer Snail Moisturizer benutzen. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das muss ich ausprobieren. Von Meissen, Mizon, die All-in-One Snail Repair Cream. Und ich habe schon so viel über Pflegeprodukte mit Schneckenschlagen gehört. Hilft bei der Hautregeneration, Faltenbekämpfung, hilft bei der Elastizität der Haut und verkleinert die Poren. Slimy! Riecht nach nichts. Aber die Haut von Alex, also Age to Age Collection, die ist immer so glowy. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte auch so Haut. Gleitet über die Haut, aber meine Haut fühlt sich eh gerade sehr schön an. Wird, wenn es trocknet, ein bisschen klebrig. Aber ist okay.
So, meine Haut sieht doch jetzt schon komplett verändert aus, oder? Ich werde natürlich, wie gesagt, komplett berichten. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich so ein bisschen zu begleiten mit den neuen Produkten. Wenn ihr schon Erfahrungen mit den Produkten haben solltet, bitte auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich extrem interessieren. Ich werde dieses Video jetzt nehmen und nach da drüben gehen und es schneiden. Wenn ihr es nicht mitbekommt, ich habe eine Videowoche. Hier ist eine Playlist, da könnt ihr euch gerne alle Videos anschauen. Sind schöne Videos dabei. Und dann lasst mir auf jeden Fall super gerne Feedback in den Kommentaren da und dann sehen wir uns morgen in einem neuen Video. Good night! Lichter aus!